egal welches Gemüsepüree Sie machen, der Ansatz ist immer der gleiche. Das heißt, wir nehmen uns einfach Möhre. Sie brauchen, ich sag mal, für eine Person bei so einem Püree, also wenn der Hunger richtig groß ist, dann rechnen Sie ungefähr so eine mittlere Möhre pro Person. Prinzipiell, klar, Gemüse waschen und schälen, die Schale außen ab, schauen, dass es schön zugeputzt ist. Aus den Resten von der Schale können wir natürlich dann auch super ein Gemüsebrühe machen. Und dann machen wir Folgendes, dann schneiden wir das einfach nur klein, da schön aufpassen, dass der Schnitt nicht in die Finger geht, sondern ausschließlich ins Gemüse. Also der Ansatz für jedes Püree, für jedes Gemüsepüree ist immer der gleiche. Sie brauchen natürlich das Gemüse, ein bisschen Geschmack dabei. Jetzt in unserem Fall nehmen wir ein bisschen Schalotte dazu, wir nehmen ein bisschen Knoblauch dazu. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Gemüse zu entsaften, immer auch ein bisschen Gemüse entsaften, weil es viel, viel schöner ist, das Gemüse mit dem eigenen Saft aufzugießen, anstatt einfach nur mit einem Gemüsefond. Also wir schneiden das ein bisschen klein, desto kleiner das wird, desto mehr Geschmack kann sich im Prinzip entfalten. Ja, dann haben wir hier so ein kleines, das wäre jetzt ungefähr für eine Person. Wir nehmen ein bisschen Schalotte zur Möhre. Und wir nehmen ein ganz kleines bisschen Knoblauch mit dazu. Ja. Parallel dazu haben wir hier natürlich, klar, ein Stück Butter. Der Herr Lichter würde sagen, ein kleiner Klecks Butter. Und final ist es auch ein kleiner Klecks, vielleicht nicht ganz so kleiner Klecks. Wir sind ja Ihre Entertainer, nicht Ihre Ernährungsberater. Von daher darf ein bisschen Butter ruhig dabei sein, das ist gar nicht schlimm. Die Butter weich werden lassen und dann kommt das Gemüse rein. Und dann wird das jetzt schön soft angeschwitzt. Und damit das beim Anschwitzen noch besser funktioniert, werden Sie von vornherein ein ganz kleines bisschen Salz dazugeben. Salz ist hygroskopisch, also Salz entzieht dem Gargut oder dem Gemüse Wasser. Und dadurch wird es noch besser sich anschwitzen lassen, weil es einfach nicht passieren kann, dass es röstet. Und auch wieder eine ganz kleine Prise brauner Zucker. Karotte hat ja eh schon einen relativ hohen Zuckergehalt. Und noch eine kleine Prise dazu, die verstärkt das. Sie können das leider nicht riechen, wie gut das schnuppert. Aber das kann auch gerne so ganz leicht vor sich hinmuckern, das ist gar nicht schlimm. Also das ist ganz einfach beim Kochen. Sie müssen immer nur einen Weg kennen und den können Sie beliebig oft machen. Also wenn Sie ein guter Texteschreiber sind, wenn Sie ein guter Autor sind, dann spielt es keine Rolle, ob Sie Liebesromane schreiben oder Krimis. Sie wissen, wie es geht und können quasi jede Geschichte so richtig schön in den Rahmen geben. Und so ist das beim Kochen auch. Unser Möhrenansatz ist jetzt schön angeschwitzt und jetzt kommt der Trick. Klappt mit jedem Gemüse. Das gleiche Gemüse, was Sie garen, entsaften Sie auch. Entsaft hat bestimmt jeder daheim mittlerweile. Einfach entsaften und dann wird das nicht mit Brühe aufgegossen. Es nimmt natürlich viel Intensität raus und viel Power raus. Und wir gießen das jetzt mit dem Möhrensaft aus und garen die Möhren in ihren eigenen Saft. Das wird reduzieren, das Gemüse wird weich werden. Und wenn wir das nachher probieren, also wir hier und Sie, nachdem Sie selber gekocht haben, werden Sie feststellen, was das für einen riesen Unterschied macht, wirklich. Das sind die Möhren. Sie sehen, der Saft ist komplett eingekocht. Jetzt einfach nur ein kleiner Tropfen Sahne dran. Das lassen Sie einmal ganz kurz aufstoßen und dann kann das so, wie das ist, püriert werden. Total unkompliziert. Vielleicht nur eine kleine Prise Salz, Sie werden nicht mehr brauchen. Kleiner Tipp, Sterneanis passt sensationell. Wenn Sie mit dem Möhrenpüree fertig sind, könnten Sie das zum Beispiel, so wie wir das so machen, einfach in so kleine Fläschchen abfüllen oder Sie lassen es im Topf, machen es mit einem Löffel, ganz wie Sie mögen, je nachdem, wie viel Aufwand Sie haben. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de